Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen bei der Bundesliga-Prognose. Der 13. Spiel steht an. Falls euch nur Einzelspiele interessieren, sind die Timestamps immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir schauen direkt mal auf die Tabelle vor diesem Spieltag. Da haben wir die Top 4 mit Bayern München, Borussia Dortmund, Freiburg und Leverkusen. Ein Punkt dahinter sind dann auf Platz 5 Union und Wolfsburg. Im Abstiegskampf haben wir Stuttgart, die sind abgerutscht, jetzt am letzten Spieltag Bielefeld und Greuther Fürth. Beginnen wir also direkt mit dem ersten Spiel, das ist am Freitagabend Stuttgart gegen Mainz. Die Stuttgarter haben ja relativ knapp nur gegen Dortmund verloren. Das war wirklich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Natürlich hatte Dortmund mehr Ballbesitz, mehr Chancen, einfach mehr Spielanteile. Aber dafür, dass es ein Auswärtsspiel bei Dortmund war, hat sich Stuttgart wirklich gut geschlagen. Und man muss wirklich sagen, ich habe es gerade eben erwähnt, sie sind auf den Relegationsplatz abgestürzt. Sie müssen jetzt langsam punkten. Mainz wiederum schlägt sich momentan extrem gut, sind immer noch auf Platz 8, sind insgesamt auch nur 2 Punkte vor dem Euroleague-Platz oder vom Euroleague-Platz entfernt. Also da ist noch alles drin für Mainz. Und ich sehe die Mainz einfach momentan stärker, auch wenn die nicht das Top beste Auswärtsspiel ever machen werden, werden sie in Stuttgart 2:1 gewinnen, also 1:2 Niederlage für den VfB Stuttgart zu Hause. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr sehen wollt, liked das Video und abonniert den Kanal. Das war das Freitagsspiel, kommen wir zur Konferenz am Samstag. Dann haben wir wieder einige Spiele. Wir beginnen direkt mit uns den Top-Spielern diesem Spieltag, und zwar Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Die Wolfsburger gerade auf Platz 6, konnten nur unentschieden spielen am letzten Spieltag, ein 2:2, aber unter Kofeld ist die Mannschaft deutlich gefestigter. Defensiv stabiler und taktisch variabler. Mecher kommt richtig gut rein in diese Saison so langsam und schießt einige Tore. Und das wird gegen eine relativ wackelige Dortmunder Defensive den Ausschlag geben. Wenn Dortmund das nicht schafft, diesen Spieler in Sound zu halten, wir kommen ja eigentlich auch ein Luke Bakio kommt langsam in Fahrt. Wechhorst ist immer sehr gut. Maximilian Philipp hat jetzt auch seine Einwechslung in Bielefeld ein gutes Spiel gemacht. Da muss Dortmund richtig aufpassen. Die Dortmunder, wie gesagt, sind nur noch ein Punkt von Bayern weg. Sie haben schon 7 Punkte Abstand auf Platz 5. Also, dass Dortmund heute dieses Jahr nicht in die Champions League kommt und in diese Saison ist schon jetzt relativ unwahrscheinlich, weil einfach die Konkurrenz relativ stark schwächelt. Und man muss wirklich sagen, wo Dortmund Probleme hat diese Saison, sind wirklich die Topspiele. Die kleinen Mannschaften kriegt man irgendwie besiegt, da haben sie bis jetzt alles gewonnen. Aber die starken Mannschaften, Leipzig, Freiburg, ne, das sind ja hier die starken Teams, auch Gladbach in einer super Phase, die haben sie alle nicht gezwungen bekommen, da wurden sie selber bezwungen. Und das könnte jetzt in Wolfsburg wieder geschehen. Ich glaube aber, dass Dortmund jetzt mittlerweile immer besser spielt. Sie spielen immer besser, immer mehr in Fahrt und es kommen so viele Verletzte Stück für Stück momentan zurück. Und wenn die es schaffen, das Dortmunder Spielsystem von Rose umzusetzen, dann werden die gewinnen und deswegen glaube ich eine 3:1 für Borussia Dortmund. Das nächste Samstagsspiel ist dann Hertha gegen Augsburg, ein ziemlicher Abstiegskick. Die Augsburger eben mit dem Wundersieg gegen Bayern München am letzten Spieltag und ja, wir sehen einen Platz davor mit einem Punkt Vorsprung, Hertha BSC, eben auf Platz 14. Und die haben eben gar nicht gut gespielt gegen Union Berlin, nur in Anführungszeichen 2:0 verloren. Aber Hertha steht im Abstiegskampf, Augsburg ist im Abstiegskampf. Das sind beide Mannschaften, die brauchen jeden Punkt. Und ich glaube auch, dass sie einen Punkt bekommen werden in diesem Spiel. Ich tippe nicht auf ein 1:1 Unentschieden zwischen beiden Mannschaften. Also hier eine Punkteteilung. Das nächste Spiel ist dann Fürth gegen Hoffenheim. Ja, das Tabellenschlusslicht, was schon fast abgeschrieben werden kann, hat bis jetzt nur einen Punkt. Tordifferenz von -25, 33 Gegentore haben sie schon geschluckt. Und gegen Hoffenheim, die haben jetzt Leipzig besiegt, das ist mit denen ja immer ein Auf und Ab, das hatten wir schon in der letzten Folge besprochen. Und theoretisch müsste jetzt wieder eine Niederlage kommen. Ja, sie haben Sieg gegen Köln, Niederlage gegen Bayern, Sieg gegen Hertha, Niederlage gegen Bochum, jetzt Sieg gegen Leipzig. Jetzt müsste eigentlich eine nächste Niederlage kommen, aber ich kann einfach nicht auf einen Sieg für Greuther Fürth tippen. Es wäre so ein Wunder, was geschehen würde, aber es wäre natürlich ein Heimspiel für Fürth, das wäre natürlich eine super Geschichte. Trotzdem, ich glaube hier einfach an einen 4:2 Auswärtssieg für Hoffenheim, die werden sich hier die 3 Punkte holen. Das nächste Spiel ist dann Bochum gegen Freiburg und die Freiburg haben mich ein bisschen überrascht im negativen Sinne, denn sie waren viel zu schwach offensiv, was die Chancenverwertung angeht. Sie hatten sehr, sehr viele Chancen gegen Freiburg. Gegen Frankfurt meine ich natürlich. Die Freiburger haben sie aber einfach nicht genutzt. Sie waren gerade im Abschluss extrem inkonstant und im letzten Drittel viel zu ungenau. Das war nicht so bekannt, diese von Freiburg. Da hat sie vor allen Dingen gute Defensivleistung und eine Kaltschnäuzigkeit vorne so weit hochgebracht. Trotzdem ist Freiburg immer noch auf Platz 3. Ich will nicht sagen unangefochten, aber immer noch mit 2 Punkten Vorsprung vor dem Euroleague-Platz. Und ich glaube, sie können das Ding gegen Bochum gewinnen. Sie werden einen relativ soliden 2:0-Sieg einfahren und damit sich weiter oben festigen. Das letzte Spiel der Samstagskonferenz ist dann Köln gegen Gladbach, also das Rhein-Derby.
Die Kölner haben ein bisschen bitter das Unentschieden gegen Mainz hinnehmen müssen. Da gab es ja diese Szene, wo man ja hätte rot zeigen können nach dem Foul an Modest. Und ja, es gab ein bisschen Streitigkeiten, aber im Endeffekt war es einfach ein sehr grottiger Kick, muss man einfach sagen. Sowohl Mainz als auch die Kölner haben jetzt nicht gerade ein Feuerwerk abgeliefert, was wirklich schade war, weil beide Mannschaften eigentlich ja, für offensiven Konter- und Pressing-Fußball standen oder auch immer noch stehen. Aber das hat man im letzten Spiel leider nicht gesehen. Die beiden Mannschaften haben sich einfach neutralisiert. Die Gladbacher sind momentan in einer relativ guten Phase. Es kommt dazu, die letzten drei Spiele nicht verloren. Zwei Siege, ein Unentschieden, wobei die Gegner hießen dann auch Bochum, Mainz und Kräuter Fürth. Dass man da 7 Punkte holt, das kann man schon mal machen. Sie sind aber trotzdem einfach noch viel zu weit von den internationalen Plätzen entfernt. Sie sind nämlich nur Platz 9, würde man denken. Aber sie haben eben auch 18 Punkte. Genauso viele wie Mainz, Leipzig und das heißt, sie sind auch nur noch 3 Punkte vor der Champions League weg. Und sie werden den Sieg holen gegen Köln, ich glaube an ein knappes, aber verdientes 3:2 für Gladbach. Köln wird sich mit allem, was sie haben, entgegenstemmen, aber sie werden es nicht schaffen, an Gladbach vorbeizukommen und ein Unentschieden zu holen. Das, ich sag mal in Anführungszeichen, Top-Spiel an diesem Spieltag ist Bayern gegen Bielefeld. Und ja gut, Bielefeld ist momentan auf Platz 17 mit 9 Punkten, Bayern auf Platz 1 mit 28 Punkten. Das heißt, beide Mannschaften trennen 19 Punkte und eine Tordifferenz von 37. Also kompletter Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Ich tippe auf ein 4:1 für Bayern. Bayern wird hier auch ein bisschen mit Wut entbrannt gegen Bielefeld treten, weil sie eben gegen Augsburg verloren haben. Es könnte auch noch höher ausgehen, aber mal sehen, wie es mit den Quarantänespielern ausgeht. Kimmich, Gnabry und so weiter. Muss man einfach mal schauen. Aber Bayern wird hier definitiv gewinnen. Das letzte Sonntagsspiel ist dann Frankfurt gegen Union Berlin. Die Frankfurter, wie gesagt, mit einem ja, so eigentlich wirklich wichtigen Sieg gegen Freiburg. Sie haben sich jetzt ein bisschen nach oben katapultiert und sogar an Köln vorbeigezogen. Sind auf Platz 11 mit 15 Punkten. Und ja, der Sieg war nicht unbedingt verdient, aber sie haben sich einfach extrem gut erkämpft. Sie waren offensiv, fand ich, hat man teilweise wirklich gute Kombinationen gesehen. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Lindström, Kamada, Boré, die können wirklich gut kombinieren, wenn sie eben gut drauf sind. Auch Jakic im Mittelfeld hat, finde ich, ein starkes Spiel gemacht. Und die Unioner eben mit dem Sieg jetzt im Derby am letzten Spieltag, die werden bestimmt auch keine so kleine Brust haben. Aber hat Union Berlin noch das Conference League Spiel unter der Woche und diese Last bleibt Frankfurt erspart. Und deswegen unter Berücksichtigung dieser Tatsache tippe ich bei diesem Spiel auf ein 2:1 für Frankfurt. Die haben da einfach ein bisschen den Fitnessvorteil und es wird ein sehr kampfbetontes Spiel und da wird Frankfurt gewinnen. Und das letzte Spiel in diesem Spieltag ist so das zweite Topspiel meiner Meinung nach und zwar Leipzig gegen Leverkusen. Momentan ist das in der Tabelle Platz 4 gegen Platz 7. Beide Mannschaften trennen nur 3 Punkte. Und ja, Leipzig, finde ich, die können die großen Mannschaften richtig ärgern. Die spielen immer sehr stark, als sie gegen PSG gespielt haben, als sie gegen City gespielt haben. Gut, Nkunku hat auch viel kaschiert, aber eigentlich sind das genau die Spiele, wofür Leipzig lebt, wo das System perfekt für ausgerichtet ist. Und deswegen glaube ich, dass sich Leverkusen extrem schwer tun wird. Leverkusen hat gegen Bochum, ich sag mal, mit etwas Glück gewonnen. Ein klarer Elfmeter wurde nicht gegeben für Bochum. Auch eine rote Karte, die eigentlich, ich sag mal, eher 80% rote Karte ist. Na, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist, muss eine rote Karte sein mit offener Sohle gegen das Knie. Das ist einfach grob fahrlässig. Und das gab's nicht. VAR hat nicht angegriffen. Und ja, deswegen einfach ein bisschen glücklich. Und ich glaube, dass Leipzig das Ganze im Endeffekt 3:1 gewinnt. Ich finde, Leipzig ist gegen offensive Mannschaften wie Dortmund, Bayern, Leverkusen, Gladbach einfach sehr gut abgestimmt oder eben wie gesagt PSG oder City und deswegen werden sie das Ding eben 3:1 gewinnen. Das waren also die Tipps an diesem Spieltag. Schauen wir kurz auf die Tipptabelle. In den Top 4 tut sich nicht viel, außer dass sich eben Leipzig durch den Sieg gegen Leverkusen an Leverkusen vorbeischleichen kann. Mainz, Gladbach und Hoffenheim schnuppern weiter nach Europa. Wir haben jetzt insgesamt 4 Mannschaften mit 21 Punkten von Platz 4 bis Platz 7. Im Abstiegskampf bleibt zumindest mal nominell alles gleich, nur dass Bochum noch mal ein bisschen reingerät und ja, Hertha und Augsburg mit der Punkteteilung sich etwas distanzieren können. Ich hoffe, die kleine Prognose hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde, und ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und liked das Video.